Hi zusammen. Heute würde ich euch gerne etwas über die Tourer-Variante des E-Vitus erzählen. Hier im Modell der voll bestuhlten Variante, den es auch als Kastenwagen gibt, sehen wir das Fahrzeug mit der 90 kW Batterie. Mit den 90 kW habt ihr nach WLTP eine Reichweite von 370 km. Sprich, dieses Fahrzeug ist nicht nur für den urbanen Verkehr geeignet, sondern auch für Fahrten, die über das Stadtgebiet hinausgehen. Ihr könnt die Reichweite positiv über die Rekuperation beeinflussen. Die Rekuperation lässt sich in vier Modis an den Schaltwippen am Lenkrad einstellen. Dabei bietet euch D-Auto die einfachste Möglichkeit, die Reichweite perfekt einzustellen, mit dem Verkehr zu arbeiten und euch somit die bestmögliche Reichweite des Fahrzeuges zu bieten. Der E-Vito glänzt vor allem auch mit seiner Variantenvielfalt. In diesem Fall sitzen wir in einem Fahrzeug mit 8 Sitzplätzen. Das Fahrzeug kann aber auch mit bis zu 9 Sitzplätzen und somit als Taxi benutzt werden. Eine andere Variante bietet der Kastenwagen, der mit einer klassischen Trennwand und Laderaum kommt. Zudem gibt es bei diesem Fahrzeug die Möglichkeit, ihn den Transport eines Rollstuhles durch den Verbau einer Laderampe im Kofferraum zu erleichtern. Serienmäßig ladet ihr bei diesem Fahrzeug mit 11 kW Wechselstrom oder 50 kW Gleichstrom. In der höchstmöglichen Ausführung ladet ihr mit 110 kW, erhaltet somit innerhalb von 45 Minuten weitere 80% Reichweite. Für alle weiteren Informationen zu diesem oder einem anderen Fahrzeug aus der EQ-Familie schaut gerne auf unserer Homepage vorbei.